Servus Leute, heute gibt es einen Raid auf Interchange bei Nacht und das ist zufälligerweise der Raid, den ich genau nach meinem letzten YouTube-Video auch gespielt habe, nachdem ich das Thermometer gefunden habe. Und in dem Raid gibt es eine Besonderheit und zwar mache ich da einen Kommentar-Raid. Das ist eine neue Channel-Belohnung bei mir auf dem Stream und ich versuche alles zu kommentieren, alles was ich mache, alle meine Entscheidungen, das Ganze ein bisschen lehrreich zu gestalten. Und ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen. Schaut es euch einfach an, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Wir sind auf PMC-Kills aus. Heißt, wir versuchen da oben zu kommen. Und von da aus Headshots zu setzen. Ich muss 5 PMCs mit Headshot töten. Mal schauen. Doch, die ist aktuell, ist Bockmann. Ist alles aktuell. Der 7900XX hatte ich genau für einen Tag zum Testen. Also, wir versuchen erstmal in die Mitte zu kommen, zu schauen, was Sache ist. Man hört bei Interchange eh alles. Mal orientieren, wo Leute sein könnten. Und nebenbei ein bisschen looten. Ich habe gehört, in einer halben Stunde kriege ich eine neue Weekly. So, immer Augen offen halten, ob hier nicht irgendwo Killer sitzt. Gehört habe ich noch gar nichts. Ich wette, ich finde das Thermometer, ja. Aber Killer ist auch... Kann auch ein sehr ruhiger Kamerad sein. Bis es dann nicht mehr ist. Thank you! So, ich habe hier noch nichts gehört. Wir looten einfach mal ein bisschen. Wenn man PMC-Kills macht, dann ein bisschen nebenbei beschäftigen. Das ist immer besser als irgendwo einfach nur rumzuwarten. Beschäftigen heißt... Ja, ein bisschen Kohle machen. Na, ah, der Flauschige, das lässt mich kalt. Auf Interchange muss man halt immer dran denken, dass gerade... Oh. Hier sucht einer Killer, ich höre Flashbangs. Und das könnte Killer sein. Wieso nach oben? Hat man eine bessere Übersicht. Und viele spielen ohne Night Vision. Ich glaube, die Scavs haben gewonnen. Hä? Auf wen haben die hier geschossen? Okay. Bin mir nicht sicher, hier war irgendwo eine. Hier muss irgendwo ein Spieler gewesen sein. Aber ich höre nichts. Und da hinten ist wahrscheinlich Killer. Die AK-101 ist keine Mutant, das ist absolut richtig. Also, auf Interchange heißt's, wenn man irgendwo Flashbangs hört oder öfters, dann ist wahrscheinlich einer unterwegs und sucht Killer. Weil mit den Flashbangs wird immer eine Voiceline von ihm halt gebaitet. Das heißt, hier rennt irgendeiner wahrscheinlich durch die Gegend, ziemlich flott. Und ich habe hier hinten eine RPK gehört. Das heißt, das könnte Killer sein. Aber von hier oben kriege ich so gut wie keine Sicht auf den. Ich habe irgendwas in der Mitte gehört. Oh ne, es war der. Never mind. Unter mir hat sich irgendwas gedreht. Das ist ein Killer-Farmer in der Mitte, ziemlich sicher. Hier rennt einer unten. Okay, ein Headshot-Killer haben wir. Schauen wir, ob wir den Killer-Farmer erwischen. Easy Headshot-Kill. Bin mir ziemlich sicher, das war ein PMC. Oh ja, hier liegt ein Toter. What the fuck, wieso liegt da jetzt ein Toter? Der lag eben noch nicht da. Ich habe absolut nichts gehört. Sieht alles so nach Zuckerschlecken aus. Ja gut, der Shot war gerade auch. Der war Zucker. Check mal kurz, was die Quest macht. Ja. Mit Headshot.
Okay. Ziehen wir einmal die Drogen nach. Das Problem ist, ich habe keine wirkliche Einsicht Richtung Idea von hier oben. Habe ich Vekko Ausrufezeichen Postfix? Ich versuche trotzdem mal die Rolltreppe runterzuschauen, ob wir irgendwas sehen. Keine Ahnung, ob der Scaff oben oder unten ist. Oder ganz unten. Also in der Tiefgarage. Kann man nicht unterscheiden. Hier ist er schon mal nicht. Wir machen mal kurz Ammo. Hier kommt einer hoch. What the fuck? Metallsteps. Ah, der ist links die Rolltreppen hoch. Nicht hier. Naja. Das ist ein Scaff, der ziemlich gut gebaut ist. Klassisches Problem von 5 und 6. Zu wenig Schaden. Jetzt geht er wieder runter. Ja, leider ist Interchange natürlich nicht gefixt und man hört jede Ebene, egal wo. Das muss man halt immer im Hinterkopf behalten. Gerade im Moment. Da jetzt ein Scaff von da kam, bin ich mir nicht sicher, wo die Shots hätten sein können oder ob Killer da einfach einen Fight gewonnen hat. Wir behalten es mal im Hinterkopf, dass möglicherweise Killer da unten ist. Ich glaube, das ist in der Tiefgarage. Okay, wir haben auf jeden Fall Party. Weiß nicht, ob das ganz unten ist oder hier beim Idea. Auf jeden Fall nicht bei mir. Oh, Laser. Laser sind immer gut in der Nacht. Die verraten einen so schön. Die sind hier unten. Kam von rechts. Bin mir nicht ganz sicher. Hier gleich vor. So wie es aussieht, hat er kein Night Vision. Zwei Spieler. Eine SVD links, rechts Captain Laser. Ich glaube, wir werden involviert. Erstmal nochmal Drogen nachschmieren. Wir gehen jetzt die Rolltreppe runter, rechts runter und pushen Captain Laser von hinten. Auch wenn er das wahrscheinlich checkt jetzt soundmäßig. Aber er hat seinen Laser an. Deshalb verrät er sich. Captain Laser hockt da immer noch im Gang.
zurück. Captain Laser hat etwas langsam geschaltet. So, jetzt haben wir noch den Typen. Halt. So, Scaff, alles gut. Haben wir wieder einen Headshot getankt. Ja, erkennt man, dass sie keinen Knight haben? Es ist zu vermuten, weil er dauerhaft seinen Laser anhat. Nochmal Scaff. Es ist zu vermuten, weil er seinen Laser anhat, dauerhaft, dass, wenn du selber Night Vision hast, dann fällt dir das auf. Wenn du kein Night Vision hast, dann fällt dir das nicht so auf und ihm ist es eher egal gewesen, von daher hat er auch kein Night Vision gehabt. So, jetzt müssen wir uns mit dem SVD-Ling auseinandersetzen. Der vermutet hier, wo wir gerade sind, Gegner, deswegen auf jeden Fall weg von dieser Posi. Weil hier haben die schon gefightet, das heißt, er stellt sich hier drauf ein. Das ist die Frage, wie wir den am besten angehen. Hey, Tarrant. Ich würde aber auch Leiters machen, findest gar keine PMCs. Ich habe ein Video drüber gemacht. Da siehst du auch meine Pose, wo ich es gemacht habe. So. Die Sache ist die, der hat es wahrscheinlich gehört, was da abging. Entweder er hockt jetzt irgendwo und wartet. Oder er ist weg, oder... Er war auf jeden Fall weiter hinten. Ah, da ist er. Er ist hier rechts in der Ecke. Hab bloß einen immer gehört. Held könnte kommen. Mein Tipp ist, die Nate hatte ihn. War, glaube ich, ein Scaff. Das war kein Headshot. War kein Scaff. War ein Spieler. Er ist mal weg wieder da. Ja, ich ihn gehört, dass er noch lebt, wusste ich nicht. Aber ich gehe davon aus, bei Nates kannst du dich nie drauf verlassen. Bei Nates kannst du dich nie drauf verlassen, dass die töten. Das ist die Sache. Deshalb immer schauen, sich vergewissern. Erst wenn er am Boden liegt nach einer Nate, kannst du dir sicher sein. Er war getroffen, denke ich. Er war möglicherweise getroffen. Und irgendwie war ich schnell am Abzug, als ich ihn gesehen habe, obwohl ich im Linkspeak war. Ich höre jetzt nichts weiter, aber da er auch gerade sehr leise war und keine Geräusche gemacht hat, muss man sicher gehen, dass er keine Teammates hat, die sich auch gerne nicht bewegen. Die Nades sind gar nicht zuverlässig in der Hinsicht. Ich wusste halt, er ist da rechts in der Ecke, weil woanders kann er nicht hin sein. Geht nicht anders. Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn nicht nach links laufen sehen. Ich habe ihn nicht gehört. Er muss da rechts stehen. So. Dann tot da oben drin? Einfach mal draufschießen, ob was passiert. So, jetzt kann hier im Prinzip überall einer stehen. Ich habe keine Ahnung, wie viele hier bei dem Fight beteiligt waren.
Das Gute ist, auf Interchange kann man davon ausgehen, dass die meisten kein Night Vision mitbringen und man dadurch einen riesigen Vorteil hat. Das ist, glaube ich, ein toter Spieler hier. Der hat sogar Night Vision, schauen wir mal. Nee. Hat AKM. Kein Night Vision. Man hat auf Interchange tatsächlich einen riesigen Vorteil. Das ist aber nicht der, den ich gehört habe. Hier hat irgendeine SVD oder so geschossen. Checken, ob der Laser aus ist. Das heißt, hier ist möglich. Hier ist wahrscheinlich noch einer. Weg von der Leiche. Wird der Teammate sein, der weiß, wo die Leiche liegt. Hat man gerade beim Looten schon Glück. Die Sache ist die, der hockt wahrscheinlich irgendwo und achtet auf Steps. Das heißt... Ah, obwohl, nee, da liegt ja die Leiche oben im Spielturm. Im Spielplatz. Das wird wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich eine SVD haben. Ja, ja, der im Turm ist es. Genau. Stimmt, da war ja ein Toter. Heißt, wir checken jetzt hier durch. Irgendwo habe ich ja auch eine RPK gehört am Anfang. Könnte Killer sein. Aber ich glaub's nicht, wenn es Killer war. Ah, okay. What the fuck ist denn hier passiert? Scav, Scav. Scav. Nee, Spiele. Hier ist auf jeden Fall eine Metzelei. Scav. Spiele. Zwei Spieler hier. Ja. Okay, so viel kann hier nicht mehr sein. Das ist das, was ich am Anfang gehört habe. Hier liegt noch was. Alter, was war denn hier los? Interchange Nacht, ich sag's euch. Hier geht's zur Sache. Scav bloß, okay. Ich denke mal, die haben sich hier gebettelt, die zwei. Der aus dem Spielturm und sein anderer Kollege. Machst du Scarface? Let's go. Viel Spaß. Er und sein anderer Kollege haben sich hier gefetzt. Sind dann weitergelaufen. Sind auf Captain Laser getroffen. Und da ging es dann zu Ende. Captain Laser hat ihn im Turm erledigt. Und ich habe den anderen erledigt und Captain Laser. Ich glaube, jetzt ist die Map ziemlich leer. Das heißt, ich habe jetzt auch absolut nichts mehr gehört. Das heißt, wir schauen mal, was man so mitnehmen kann. Bevor hier die Scav-Horden einen aufschlagen. Wie der zum Beispiel. Der Scav. Ich sag euch bloß so die Infos, die ich hier halt aus der Map nehme, ne? Bei einem Kommentar-Raid. Warum ich was mache und wieso und weshalb und wie ich die Lage einschätze. Hey, kurz, servus. Also, die Zeit wird ein bisschen knapper. Das heißt, Interchange ist eine Scav-Map, auch in der Nacht. Die Leute haben Bock. Die Leute scaffen gern. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. King George hat uns Gott sei Dank seinen Rucksack überlassen. Komm, Thermometer. So, ansonsten hat King George das hier. Ist hier was Gutes drin? Jawohl. 8551 an der Stelle. Ist in der AKM was Gutes drin? BP, jawohl. Nehmen wir alles mit. Hier entladen wir die Muni nicht. Da gehen wir ein bisschen sicherer. Okay, PS kann weg. PS kann weg. Das nehmen wir mit. Aber hier unten schon zwei Stacks. Easy peasy. Weg. Painkiller nehme ich gerade nicht mehr, weil ich bloß noch 16 Essen habe. Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler ist. Jetzt schauen wir, was der im Tower macht. Da drüben habe ich noch nicht gecheckt.
Das heißt, hier drüben könnte noch irgendwas sein. Da habe ich keine Infos. Hier hinten könnte theoretisch auch noch was sein, aber ist unwahrscheinlich. Nevermind, hier liegt noch eine. Das ist die SVD. Wer bist du hier? Alter, hier war aber auch... Hier war aber auch ein Schlachtfeld, ne? Hier liegen alleine schon fünf PMCs, mit denen ich nichts zu tun hatte. Da war richtig Party, ne? Der Bordo hat vom Yu Mongos... gut, ich nehme jetzt trotzdem mal Painkiller, weil... Ich weiß nicht, ich werde wahrscheinlich was zu essen finden. Wenn nicht, gibt es einen SJ-12-Stim. Den habe ich ja dabei. Ah, da hatte ich schon zwei erledigt, Captain Laser. Ja, muss man ihm lassen. Guter Shit. So, wir nehmen hier bloß das Gute mit. Einmal für ein bisschen mehr Space. Den können wir direkt einfach hierher droppen. Scheiß drauf. Sonst habe ich nochmal den Griff weggedroppt. Waffe zerlegen, dass hier kein Scav kommt und sich die gönnt. Ich meine, er kann sie sich gönnen. Viel Spaß beim Zusammenbauen. So, hier, viel Spaß. Das Ding hier ran. Das raus. Fest hier ran. Passt, passt, passt. One Beat. So, hier oben gefährlich zu looten, aber ich glaube, es ist okay. Der hat einen Voodoo. Der hat gemischte Ammo hier. Da ich sehe da einmal M61. Auf jeden Fall was zu trinken. Er hat was zu essen. Wie gesagt, perfekt. EDR Cash Register. Sogar benutzt, lol. Das brauchen wir nicht. Die M2 ist ein bisschen schwer. Was haben wir hier drin? M62 nehmen wir mit. Schalldämpfer nehmen wir mit. Granaten nehmen wir mit. Schauen wir mal, ob wir noch mehr M62 finden. M61? M61? Ja, ja, ich find's immer gut, wenn man so in etwa 27 Magazine für die M700 dabei hat. Sicher, sicher. Könnte knapp werden. So, wir müssen uns irgendwo mal hier zurückziehen, wo wir dann gleich mal die Max hier ein bisschen tauschen können. Und was futtern. Gut, erstmal futtern wir was. Energie ist auf null. Wir können hier das wegdroppen. Halt. Ah, shit, ich hab das Voodoo. Nein, dann packen wir hier das Ding drauf. Ah, eigentlich scheißegal. So, dann meinen Laser kann ich tauschen. Ohne Mist, keine Ahnung. Ich find's ja gut, ne, dass sie so viel Ammo dabei haben. Ist er sehr vorbildlich. Nein, nicht check. Unload. Er hat nämlich hier M61. Erkennt man übrigens immer hier an der schwarzen Spitze. Das ist immer... Schwarze Spitze heißt immer Armor Pan. Größere schwarze Spitze wäre dann M89. Hier ist M80. Was haben wir hier? M80 nehmen wir mit. Madbox, vielen Dank für den wichtigsten Resub im zweiten. Willkommen zu Gnabo-Falle. Danke für den Support. Servus, wie geht's? Das geht hier unten rein. Granaten, Pass, Granate noch hier oben. Was haben wir hier so drin? Okay. Noch ein bisschen Platz, weil wir müssen ja auch noch Captain Laser looten. So, Essen, Trinken passt wieder. Wie gut sieht man den? Also den hier sieht man sehr gut. Und dann gibt es noch den IR-Laser, den siehst du nicht so gut, aber den siehst du auch. Und den sieht halt keiner ohne Night Vision. Aber da man nicht weiß, ob der Gegner Night Vision hat oder nicht, ist es scheiße. Okay. Immer die Augen offen halten, ob irgendwo Köpfe auftauchen. Captain Laser hatte wohl noch einen Freund, das war ein Spieler. Weil Escort durch ist. Wo war ich? Gut, Magazin ist fast leer, wir brauchen ein bisschen Space. Gut, dass der einfach da gestanden war wie so ein Angewurzelter.
Heißt, wir können hier die letzten drei Schuss rausnehmen. Wegprellen. Ja, weiß ich, Son Goku. Der liegt genau neben Captain Laser. Alles gut. Ein guter Name. Captain Laser. Also, ich dachte erst, es wäre ein Scav. Ob man einen Laser sehen kann. Oh, der hat ihn hier gelootet, okay. Es war auf jeden Fall sein Teammate. Nicht, dass noch hier ein anderer ist. Ich habe nichts von ihm gehört, absolut gar nichts. Ziemlicher creepy Dude. Da liegt ein Helm. Ja, schön. Aber nachdem ich hier so rumspringe, sollte es okay sein. Das ist der letzte, den wir looten. Fast 2 Jahre Smile. Tommy, danke für den Tier 2. Willkommen zur Gnabo-Falle. Danke für 22 Monate. Fast 2 Jahre. Hast du absolut recht. Danke für den Support. Und Servus, wie geht's? Wir werden bloß noch den looten. Den werden wir gar nicht komplett kriegen. Aber 13 Minuten, das heißt, unser Gear brauchen wir jetzt nicht mehr so arg verstecken. Ich muss hier bloß noch 13. Ach du lieber Gott, ey. Leute, danke für den Hype Train. Oh, shit. Okay. Intbank, danke für den Prime 3. Zweitwichtigster Resub. Willkommen zu Gnabo-Falle. Danke für den Support. Und danke fürs Auslösen vom Hype Train. Gut, wo sind wir? Der Typ hat auch noch gutes Gear. Frechheit. Jetzt muss ich mich hier auch noch mit beschäftigen. Man hat's schwer. Gear saven. Ist jetzt bei 13 Minuten nicht mehr allzu wichtig, weil hier hinten. Es können bloß noch Scavs kommen. M80, hau mal die 8 Schuss weg, scheiß drauf. Hey Casual. Bonkers, danke für 5 Gegiftete, danke für den Support und 553 insgesamt. Leute, danke für den fetten Hype-Train und den Support. Kann ich ein bisschen Ding und Hype sehen? Ich versuche hier zu kommentieren. Den da hinten lassen wir liegen, der ist scheißegal, wahrscheinlich schon gelootet. Ich versuche hier noch das meiste von dem rauszuholen und dann abzuhauen. Das heißt, wir nehmen das, wir können das mal wegprellen, das bleibt einfach hier liegen. KAC. M62 nehmen wir mit. Ach du lieber Gott. Evasion Armband, okay. Das hier, ja, ja, ja. Fucking hell, das kommt weg. Zack, zack. Wir haben hier noch eine Suck, die können wir verwenden. Bonkers, danke für die 5er-Bombe. Mal wieder danke für den absolut krassen Support und 5,53 insgesamt. Was zur Hölle. So, wir haben hier überall M62 drin, das machen wir leer, während wir hier rüberräumen. Gut. Weg damit. Müssen es jetzt nicht so genau nehmen im Loot, aber wir haben hier nochmal ein bisschen extra, ne? Das hier nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Kann man direkt zum Trader verkaufen. Nehmen wir das hier halt noch mit. Zack, machen wir den hier leer. M62, immer gut. Geht da rein. Jo. 2 Slots hätte ich noch. Nehmen wir das. Nehmen wir das wegen mir. Scheiß drauf. Reicht. 52 Kilo. Wir gehen zum Exit. Railway. Let's go. Man muss jetzt nicht übertreiben beim Looten, ne? Umso länger man hier rumlootet, umso höher ist die Gefahr, dass ein Scav kommt, einem Head-Eyes drückt und man hat gar nichts. Hab was gehört. Privet. Lokap, vielen Dank für den Follow. Willkommen. Warum so ein Stress? Da ist viel Gerede, da wirkt es ein bisschen stressig. Wäre es jetzt heller, könnte ich mein Night Vision schon aufgeben. Ich glaube, hier unten habe ich den Step gehört. Wie gesagt, Killer könnte immer noch hier sein. Moin Godfather. Schweig still, du unten links. Geh mir aus der Sonne, Tux. Spiel bis Level 10, dann darfst du mich wieder ansprechen. Haben wir uns verstanden? Gut. Servus. Hey Rocksteady, Grüße aus dem Norden. Wie geht's? Und ja, Leute, danke für den Hype-Train. Krasser Scheiß. Danke für den Support. So, wir bewegen uns Richtung Exit. Wir haben 3 Kills für unsere Daily. Headshot-Kills. Und, ja, war ganz okay. Im Rahmen. So, let's go. Vielen Dank für den Follow. Willkommen. Ich meine, du warst doch schon Follower, oder? Random, danke für die 100. Danke fürs Ding, 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 das gleich kommt. Und den Beitrag zum Hype Train. Taschengeldtag, Ding, Ding, Ding,
ding, ding. Ihr verdient gar kein Taschengeld. Selbst sein alter Account, okay. So. Was macht der Lightkeeper? Alle Quests fertig. Schnerli, vielen Dank für den Follow, willkommen. Hallo? 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 Hallo, wir sind hier. Dankeschön für die Super Bits. Hallo, wie geht's? Danke für den Beitrag zum Hype Train. Wir checken noch kurz den Ledex Spawn. Der hier hinten ist. Löff, Löff, danke für den Prime. Den ganz frischen, willkommen in der Abo-Falle. Danke für den Hype Train auf 90%. Danke, dass du den Prime mir lässt. Ledex kann hier spawnen. Tut's aber in dem Fall nicht. Was gab's für die letzte Quest? Ah, dieses komische Ding, was man für Solar Panels braucht. Rumsi, vielen Dank für den Follow, willkommen. Puh. Bei der Uhrzeit immer aufpassen, hier laufen Scavs kreuz und quer. 8 Minuten. Aber wir haben immer noch den Vorteil Night Vision. Das heißt, die sehen wesentlich weniger. Die Soul Quest ist so scheiße. Jetzt habe ich meine Glock, ist Full Auto. Trotzdem bin ich instant tot. Instant tot. Wie soll man das jemals schaffen? 3 PMCs, viel zu viel. Mein Kumpel hat es sofort geschafft mit der Glock. Aber bei mir immer solche Giga-Charts. Instant tot, immer diese Giga-Charts. So, hier natürlich Augen auf, ob hier irgendwo einer rumasselt. Und dann extracten. Und dann extracten. Leute, danke für den Hype-Train. Hier, danke für die 300, Godfather und den Hype-Train auf Level 4. So, und das war ein Kommentar-Raid. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen von meiner Entscheidungsfindung. War doch eine gute Runde, oder? Wollen wir da ein YouTube... Komm, macht mal auch Hallo YouTube. Macht mal Hallo YouTube. War dir zu viel geredet? Bist doch gerade erst gekommen, als Eckart Scheiß. Erzähl doch keinen Scheiß. Taschengeldtag, ding, 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 ding. Ihr verdient gar kein Taschengeld. Selbstverständlich. Ding, 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 ding. Der Eismann ist da. Hallo Lauschi. Ja, ja. Leute, danke für das Verewigung, ja. Hier, Dankeschön für die 100 Bits und fürs Ding, 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 Akuba, ja. Es war richtig spannend. Es freut mich, das freut mich. Ist halt hart, das jeden Raid zu machen. Gut, machen wir hier wieder einen Marker. Passt.